Es ist einfach ein Witz, ein Witz, ein Witz. Jo moin, im heutigen Clash Rabide gibt es eine Runde Goblin Giant Sparky. Viele von euch haben sich Sparky gewünscht. Ich frage mich, was ist los mit euch? Warum wollt ihr dieses Deck sehen? Eure Schuld, ich hasse Goblin Giant Sparky. Bevor wir das Video starten, wollte ich nochmal kurz sagen, kurze Info am Rande. Ich werde jetzt regelmäßig auf meinem Zweitkanal Mortalware Gaming extra Stream-Highlights oder extra Content regelmäßig hochladen um 16 Uhr. Normalerweise wollte ich da halt Videos bringen zu anderen Games, da mir aber zurzeit die Zeit fehlt und ich ehrlich sage, Clash Royale macht mir zurzeit extrem viel Bock und durch das Trimax Free-to-Play Projekt habe ich so viel geilen Stuff, dass ich euch einfach so viel mit Videos versorgen kann, dass da jetzt auch regelmäßig um 16 Uhr Clash Royale Videos kommen. Also wenn ihr euch für mehr Mord Royale Content interessiert, um die Trimax für die Play Challenge, Tipps und Tricks, gerne auch meinen zweiten Kanal abonnieren, Mord Royale Gaming Kanal, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da wird es heute um 16 Uhr eine Challenge mit Bixman geben auf dem Free-to-Play-Account. Nicht jeden Tag wird es da Videos geben, aber wenn ich das Gefühl habe, okay, das möchte ich unbedingt noch hochladen, bringe ich da auf jeden Fall auch Content. Ich will jetzt nicht mal diesen Kanal hier wirklich voll bombardieren, weil wenn ich jetzt jeden Tag streame und dazu noch hier, zwei, drei Videos hochladen würde, beziehungsweise zwei Videos hochladen würde. Ich habe das Gefühl, dass der Algorithmus da ein bisschen schlecht ist und ich habe mir dann gesagt, okay, ich möchte dann, da der Kanal ja eh gerade sozusagen inaktiv ist, da ich halt zeitlich andere Games als CR zocke, dass ich dann einfach meine Videos, die auch extrem geil sind, aus dem Stream auf dem Kanal hochladen. Also auf jeden Fall sicher gehen, dass ihr diesen Kanal abonniert. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen sollte, gerne den Kanal abonnieren, auch diesen Kanal abonnieren, einfach nur alles abonnieren, gerne Critic und Mord im Shop verwenden und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video, rein da und ich werde euch zeigen, warum ihr dieses Deck euch nicht mehr auf diesem Kanal wünscht. Let's go. So, jetzt im ersten Game gegen Noro Snipe. Ich bin mal gespannt, was er jetzt zocken wird. So. Bin ich wirklich mal gespannt. Einfach mal alles reingespammt. Das ist natürlich wieder nice. So, jetzt gibt es hier auf jeden Fall Kollege. Alles klar, was ist das denn für ein Deck? Ist das denn für ein Deck? Klon? Ballon? Ja, Bro, viel Spaß mit dem Sparky jetzt. Also ich habe ja so einen krassen Exil-Vorsprung. Und er hat jetzt wirklich nicht viel Damage bekommen. Die Damage, die er bekommen hat, war wirklich jetzt nicht extrem. Natürlich ein bisschen Damage hat er bekommen, aber ich bin wirklich gespannt, wie er jetzt meinen fetten Goblin Giant Sparky Push verteidigen will. Davon träumt jeder nachts. Also wenn er Albträume hat, träumt er von diesem Deck. Das ist relativ klar. Koboldriese rein. Megalakai direkt dahinter. Und jetzt gibt es den Rage. Jetzt gibt es den Rage. Perfektes Timing. Jetzt gibt es hier den Ice, den Heal Spirit. Und ich weiß jetzt nicht. Also Bruder, willst du noch irgendwas machen oder gibst du direkt auf? Er schreibt gutes Spiel. Ja. Das ist halt relativ knifflig so. Wir zappen das jetzt hier. Oh, wie knapp, was? Aber ich will mal was ausprobieren. Was ist, wenn ich jetzt Sparky an die Brücke mache? Hat er genug Elixier, um das zu verteidigen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Einfach Sparky an die Brücke. Wie so ein 4000 Trophäenspiel. Das klappt. GG's well played. Wir holen uns den Sieg. Dieses Deck macht mich wirklich fassungslos. Es ist ein Witz, wie stark Sparky ist. So, das nächste Game. Nachdem wir das erste Game relativ schnell für uns entscheiden konnten, gucken wir jetzt mal, was der Gegner hier spielt. Ich glaube nicht, dass er Golem Klo-Ballon spielt. Weil das war das Deck, was er letztes Mal gespielt hat. Der hatte noch einen Golem in seinem Deck. Ich habe vorhin nachgeguckt. Okay. Sieht wieder nach irgendeinem Skelly Barrel. Ja, Bay-Deck aus wahrscheinlich. Wenn er Skelly Barrel hat, macht es Sinn. Vorne ist natürlich richtig und wichtig. Da ragen das sogar noch. Er muss mir sicher gehen, dass der Mega-Ritter stirbt. Elektromagier killt ihn. Wir sind fein. Okay, das ist sehr, sehr gut. Ja, das Matchup ist, glaube ich, so ein Matchup. Wenn wir in der doppelten Mega, einen Goblin Giant, Sparky, Elite Urban Push bekommen, kann der Gegner eigentlich direkt aufgeben. Wir haben wirklich so gute Antworten in der Defensive. Wir haben den Elektromagier, wir haben den Zap, wir haben den Heal-Spirit. Heal-Spirit kann er wirklich nicht viel gegen machen. Es sollte ein sehr, sehr gutes Matchup sein. Und er wird hundertprozentig danach ein bisschen ausrasten. So, Sparky nach hinten, wir haben einen guten Elixiervorsprung. Und wenn ihr einen Elixiervorsprung in diesem Deck habt, viel Spaß, Gegner. Okay. Probiert diese rein. Hilft jetzt noch ein bisschen mit den Skellies. Falls der Sparky nicht in der Lage ist. Ein bisschen weit vorne, der Kollege. Nicht so, wie ich es wollte. Damit setzen wir einfach mal. Dieses Bild rein. Dieses Bild war nice mit dem Sparky. Gucken wir mal, ob er das zappt.
Kann auch nicht brauchen. Oh mein Gott, etwa so wichtig. Etwa so wichtig. Und wir haben jetzt wieder so eine gute Ausgangsposition. Die ganze Zeit haben wir. Das Ding ist, er hat diesen Cycle, dass er immer verteidigen muss. Er ist immer in der defensiven Position. Und wir haben dieses Cycle, die Situation, dass wir immer Spark hinten spielen können, unser Push aufbauen. Und da wir jetzt gleich die Doppel-Exit haben, wird unser Push immer fetter. So. Jetzt bin ich gespannt, was er machen wird. Wir bringen einfach Ius. Das war mega schlecht von ihm. Er wollte irgendwie, keine Ahnung, was er wollte. Dafür kann ich ihm sagen, dass es nicht geklappt hat. Okay. Rage hier, jetzt direkt ein Heelsburg rein. So, wir zappen das jetzt einfach mal. Guter Zap, wir treffen noch ein paar Bats mit, wichtig. Und der Goblin Giant killt den kompletten Inferno Dragon und wir haben jetzt einfach wieder alles, was wir brauchen. So, Sparky rein. Ja, der stirbt. Ich bringe einfach kurz einen Heal-Spin, einfach um sicher zu gehen, dass das alles klappt. Okay. Er ist all in gegangen! Er geht all in. Wir müssen nur zappen. Zapp trifft, wir gewinnen das Spiel. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe ein bisschen gewartet, weil ich wusste, okay, er wird vielleicht all in gehen, weil den Turm sowieso nicht richtig verteidigen kann gegen Goblin Giant Rage. Deswegen, alles richtig gemacht, wir gewinnen das Spiel. Let's go. So Leute, nächstes Game gegen Zwiebel, ein anderer Clash Royale Streamer im deutschen Raum. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Heißt doch genauso auf Twitch, macht sehr, sehr nice Content und er spielt normalerweise Graveyard. Ich würde sagen, wir machen mal Swagi First Play. Komm, wir sind heute richtig, richtig räudig unterwegs. Ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden und deswegen machen wir genau das. Jetzt bin ich gespannt, was er machen wird. Geht auf der anderen Seite rein oder nicht? Was macht er? Okay, Kobaltwiese rein, Wage rein, Heelsbird rein. Oh mein Gott, wie das sich anfühlt, ne? Es fühlt sich schon sehr, sehr räudig an, da muss ich ehrlich sein. Aber es ist auch irgendwie geil, dieses Gefühl, einfach mal Gegner. Er ist ein sehr, sehr korrekter Dude, nicht falsch verstehen. Aber einfach mal ein bisschen trollen, so. Ein bisschen einfach nicht das Gehirn anstrengen, das ist auch mal ganz gut. Weil ich ja normalerweise eher ein Spieler bin, der sehr viele Cycle Deck spielt. Okay, schade. Leider kein Hit. Okay, wir haben Ius gegen seinen Friedhof. Wir haben Sparky, um Druck zu machen. Er hat eh keinen Friedhof gerade im Cycle. Das heißt, ich kann eigentlich ohne. Das ist ja das, was ich meine. Klar, er kriegt den Sparky verteidigt, aber wir kriegen durch den Goblin Giant ein bisschen Chip und er musste seinen defensiven Friedhof setzen. Das heißt, nochmal das Gleiche. Und wenn das Game weiter so. Guck mal, genau das gleiche wie vorhin. Wenn es weiterhin so geht, dass wir immer 1400 Damage in unseren Turm bekommen, ja, dann könnt ihr euch denken, dann werden wir das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Wir warten wieder. Okay, er spielt jetzt einen Bombenturm rein. So, jetzt gibt es hier einen Rage. Jetzt bin ich schon was zu machen. Wieder defensiver Graveyard. Da kann ich jetzt schon mal sagen, dass das wieder Damage wird von dem Goblin Giant. Okay, wir zappen das. Zapp hat jetzt nicht so krass funktioniert, aber wieder Schaden auf der linken Seite. Und wieder hat er kein Friede vom Cycle. Und selbst wenn er zum Beispiel mit der Valkyrie an die Brücke geht, spiele ich einfach Mega Man drauf, habe einen positiven Elixir Trade und bin komplett fein. Das heißt, wir können einfach ganz genau wieder und wieder das gleiche machen. Das ist halt so stumpf und gleichzeitig so dumm. Okay, Wir bringen gleich auf jeden Fall. Jetzt haben wir eine Doppel-Exit, das heißt, wir können unseren Push ein bisschen verbessern. Ich will jetzt einfach Eos auf der anderen Seite noch rein. Das ist halt genial. Wir bringen jetzt den Rage rein. Ich dachte vielleicht, ja genau, dass er die noch in den Rage poolt. Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig für uns. So. Jetzt gibt es gleich einfach den nächsten Sparky nach hinten. Der trifft noch die Valkyrie mit. Oder nee, tut er nicht. Okay, jetzt könnte er vielleicht reingehen. Ah, er hat gar keinen Graded Cycle. Weil er halt immer wieder defensiv spielen muss. Okay. Jetzt gibt es hier einen Koboldriesen rein. Ein Sparky, ein Elektromagier. Und jetzt sind wir auf jeden Fall in einem guten Spot. Hier gibt es einfach die Dieterbahn an die Brücke. Rage. Heelsbird rein. Und guckt euch mal den Push an. Wie will er das verteidigen? Er hat nichts. Er muss jetzt hier Nado spielen, der ist nicht gut genug. Spark Connect an Turm, 132 AP. Ja, wir haben zwar keinen großen Spell, aber das war's. Mir fehlen da gerade ein bisschen die Worte, weil er war immer in dieser verteidigenden Position. 24/7 muss der verteidigen. Und das ist halt das Problem. Klar kriegt er es irgendwie verteidigt, aber wie will er denn durchkommen, wenn das Game weiterhin so geht? Er hätte vielleicht ab und zu reingehen müssen, aber. Wie gesagt, er muss eigentlich einen lebendigen Friedhof haben, immer bereithalten. Es ist natürlich jetzt wieder ein Burgen-Heelsbird. Tornado kommt rein, Tornado ist nicht schlecht. Ich würde sagen, ich zeige jetzt einfach mal einen Zap durch. Ein Zap und dann gewinnen wir das Spiel, gucken, was er jetzt macht. Er kann wieder nichts tun.
Ich würde sagen, es zeigt jetzt einfach Ebers Rage an die Brücke, weil er es muss noch verteidigen. Das heißt, er kann gar nicht reingehen, was auf jeden Fall richtig und wichtig ist für uns, weil wir dadurch dann das Spiel gewinnen. Sepp macht 70, wir gewinnen das Spiel, sehr, sehr geil. Er tut mir auf jeden Fall leid, aber dieses Deck ist, es ist ein Joke. Es ist einfach ein Witz, ein Witz, ein Witz. So Leute, nächstes Game hier und das ist auch das letzte Game von der heutigen Episode. Viel Glück an Guard, Swords, Chu. Okay, Dude. Sparky hinten, ist es der Play? Ist Sparky hinten der Play? No. Komm, wir tun's! Fürs Video! Sparky first play, ohne Grund. Ja. Junge, what the fuck, er tut mir so leid. Okay, Ist normal Graveyard? Okay, er hat Lightning. Dann sollte es vielleicht E-Giant sein. Trotzdem wird das viel Damage werden. Es war ein bisschen Glück natürlich, dass er den Lightning etwas früher gespielt hat. Wir setzen jetzt hier einfach und ja, das Mega mit einem Turm connecten, außer er nailed jetzt. Und das ist, ich weiß nicht, das habe ich jetzt schon 100-mal gesagt, das ist das Problem an Sparky. Immer wieder so ein langsamer Push und das ist halt so das Gefühl, oder das so das Missverständnis, was ich oft sehe. Viele beschweren sich darüber, dass Karten langsam sind, aber oftmals ist es ein Vorteil, meine Facecam gerade, hallo, ist es ein Vorteil, dass Karten langsam sind, weil dadurch, dass Karten langsam sind, kann man halt einfach einen größeren Push aufbauen. Deswegen Kanonenkarre, klar, sie ist in der Offensive nicht besser, aber in der Defensive, weil sie halt relativ lange in der Defensive ist und dadurch halt länger braucht, auch in die Offensive zu kommen, habt ihr halt die Möglichkeit, einen größeren Push aufzubauen, was natürlich dann im Endeffekt natürlich auch wieder besser ist in der Offensive, aber das meine ich halt, was dann halt immer so das Missverständnis ist. Das heißt nicht immer, wenn eine Karte langsamer wird, dass sie schlechter ist. Deswegen ist das Problem an Lumberjack in oft vielen Situationen, dass sie einfach viel zu schnell ist, deswegen kann man die nicht nach hinten spielen. Und zum Beispiel Sparky, die kann man immer nach hinten spielen. So, Sparky ist am King Tower auch dran. Was macht er denn jetzt? Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, was er macht, ist ein Cage spielen, genau. Und das gibt jetzt Ebert rein. Wie verteilt er das jetzt? Okay, Dark Prince rein. Ja, Dark Prince vielleicht sterben, das wäre relativ nice. Predicten jetzt sein E-Giant auf dem King Tower. Schade. Dann ragen wir es trotzdem. Okay, er macht das so. Wir zappen hier. Okay, der ist am Turm. Oh, kann er nicht einfach aufgeben? Ich will hier eine flawless 100% Sieges Winrate haben. Okay. Megalakai rein. Elektromagier rein. Okay, was er hier macht, ist interessant. Kein schlechter Play von ihm, aber das Ding ist, der Spark wird überleben. Junge, er spielt nicht schlecht. Müssen wir ehrlich sein, das ist eigentlich ein gutes Matchup für uns. Weil Sparky, weil E-Giant halt Spark nicht wirklich resettet. Nein! Stirb doch nicht! Dummkopf! Geh was rein. Jetzt sagen wir, setzen hier einfach mal und wir hoffen einfach, dass irgendwas am Turm connected. Komm, komm, komm! Oh mein Gott, wie knapp! Wie knapp, okay, Sparky hinten. Er könnte auf den Freecon gehen. Macht er das? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird das Game trotzdem verlieren, weil ich einfach zu den Ebabs zurückcycle. Okay, er macht's. Ja. Ja, genau das meine ich halt. Er scheint so ein cooles Spiel. Das ist halt wirklich. Also wenn du E-Giant hast, Sparky ist auf jeden Fall ein guter Counter. So, wir gehen jetzt in den Knick rein. Okay, das ist halt auch ein perfekter Rage. Ne, ihr wollt den Rage natürlich immer, ein kleiner Tipp, wenn ihr das Deck hier spielt, immer ein bisschen so platzieren, dass die Truppen da reinlaufen. Das ist das, was ihr sehen wollt. GG's Were Played, richtig geile Episode. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal rein, was sind eure Top 3 Hassdecks, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Checkt auf jeden Fall meinen zweiten Kanal aus, meinen Mordenwire Gaming Kanal, wo jetzt regelmäßig auch so ein bisschen auch Clash Royale kommt. Nicht täglich, aber so, weil ich halt zurzeit so viel Content habe. Durch das Trimax Free to Play Projekt kommt da heute auf jeden Fall 16 Uhr eine richtig geile Folge, eine Challenge gegen Big Spin. Könnt ihr da gerne ein Abo. Abonnier-Button drücken, würde mich extrem freuen. Ich würde sagen, Link in der Videobeschreibung. Haut rein. Heute Abend auf Stream 19:30, Platz 1 der Weltpush. Es ist geil. Ciao, Leute.